Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir damit angefangen, uns den Gunners Plaza anzugucken und wurden vor der Tür erstmal von einem Fatman über den Haufen geschossen. Und diese Folge werden wir auch noch komplett hier drin verbringen und uns alles angucken. Und weiter geht's mit Fallout 4. Munition brauchen wir auch auf alle Fälle. Da haben wir nicht mehr so viel. Technisches Dokument auch. Ach ja, ein Glück kriegen wir die Meldung. Aber wo wollen wir hin? Ach, hier wollten wir eigentlich. Oder wollten wir den machen? Tötest du einen Gegner? Ah, nee, hier wollte ich ja eigentlich hin, oder? Wollte ich das hier haben? Jeder Treffer. Das schleißt zu. Nö, das ist doof. Das hier wollte ich machen. Der Tod steht dir gut. Tötest du einen Gegner im Watts? Besteht eine 15% Chance, dass eine Aktionspunkte vollständig. Ja. Das ist sehr gut. Das wollte ich haben. So. Oh, hier ist. Wir nehmen auch leere Flaschen wieder mit, weil wir haben nicht mehr so viel Wasser. Hier sind aber viele davon. Ich weiß gar nicht, ob das. Ob wir da wirklich noch mal vorbeikommen. Oh ja, Buffout. Braucht man auch oft zum Mischen. So. Ja. So, dann gehen wir jetzt hoch. So, mal. Was ist auch noch? Ja, Bunkok nehmen wir mit. So, mal gucken. Was jetzt hier kommt. Nicht, dass da wieder so eine krassen Geschütze sind. Ups. Die einen mit zwei Schüssen wegballern. Komischen Laser. Dinger. Hier. Oh, hallo. Ja. Hier anscheinend nicht. Hier ist auch keiner. Boah, das ist aber auch groß hier drin. So, in dem Raum gab es weiter nichts. Gucken, was hier los ist. Nix. Achso, das Geratter hört sich doch so an, als ob es von da kommt. Oh, ist das eine Falle? Ja. Ha! Sah ja komisch aus. So, hier sind anscheinend wieder die Klos. Haben die wieder eine Party gemacht? Ja. Er macht einfach die Tür auf. Da hätte jetzt auch eine Falle drin sein können, doch. Oh, da kann man was entschärfen. Granaten bekommen. Oh, das wäre aufgegangen. Wenn ich die Tür aufgemacht hätte, ne, dann wäre das losgegangen. Oder das war einfach von dem Auslöser hier. Das, ach so, ja, das kann ja sein. Aber jetzt habe ich auch noch gleich ein bisschen Erfahrung. Und Granaten, die ich eigentlich gar nicht haben will. Sollen wir mal dran denken, da auch mehr von zu schmeißen. Ich habe das Gefühl, die Klos sind immer völlig umsonst. Die sind nur für die Atmosphäre da. So, dann knacken wir das jetzt hier. Jawohl. Ja. So, ja. Superkleber nehmen wir mal mit. Mad Expo. Ah, hier sind Flaschen. Ja, ja. Das ist sehr gut. So, der Schrank hat gar nichts. Gibt es hier gar nichts weiter? Was soll das? Ist es nur... Ah, okay. Um einen reinzulegen, damit man sich hier wegspringt. Ja. Na gut. Gehen wir jetzt hier weiter. Hier kommt anscheinend auch das Geratter. Was? Ein Lieutenant. Ein Lieutenant. Hier. Zack. Guck mal. Oh, der hat so eine Waffe. So, stirb. Da ist er. Oh, was war das? Aber der kann das hier drin gar nicht einsetzen, ne? Sein Fatman. Weil dann stirbt er ja selber. 300 hat er gegeben. So, hier noch eine Granate. Wir haben jetzt genug. Oh. Ja, ich glaube, die hat Schaden gemacht an irgendwem. Hier hätte sich das auch gelohnt, wenn wir mal diesen Bonus gekriegt hätten. So, Kronkorken. Ja, den Rest brauchen wir nicht. Keine gute taktische Position, Napoleon. Ja.
Aber der hat nicht den Fatman gehabt. Ist es doch gar kein... Ja, oh. Kein Name gewesen, sondern einfach nur der Rang der Major. Okay. Aber wo sollen wir denn jetzt lang? Links oder rechts? Ach, hier ist... Ja, ja. Gut. Was ist denn das? Asthma-Pistole? Nehmen wir einfach mal mit. Können wir vielleicht auseinandernehmen? Gibt's nirgendwo so richtig was? Ich weiß es auch nicht, aber... Naja. Oh, hier sind schon wieder eine Menge Leute. Zack! Ja, den haben wir natürlich nicht getroffen. Oh, es ist wieder ein Lieutenant nur. Aber trotzdem. Aber wir sollten auch eigentlich gar nicht so schlecht geschützt sein gegen Strahlungsschaden. Da oben ist einer. Ist das auch ein Leutnant? Ja, der rennt weg. So, wir haben ja jetzt auch das geskillt, dass wir die Leiste wieder voll machen, falls er so stirbt, wenn wir ihn dann treffen würden. Warum fliegen die Kugeln nicht durch ein Holzgeländer? Oh. Ja. So, aber... Achso, das ist anscheinend ein Rundweg gewesen. Gehen wir jetzt die andere Seite auch noch angucken, ob da irgendwas war. Und dann gehen wir noch hoch. Oh, hier ist noch einer. Ein Major. So. Boah, der hält aber viel aus. Das ist ja unfassbar. Aber gibt doch 300. So. So, anscheinend ist hier nichts mehr. Aber da ist ein... Ach so, ja, eine Meistertür war ja hier. Die Mann war vorher noch auf. Na klar. Die scheint er anscheinend nirgendwo hinzuführen. Vielleicht gefällt er wenigstens Hancock. Das. So, jetzt bestimmt. Das wäre in der Mitte schon. Ja, relativ nah. Ach du Scheiße. Und weg. Oh, das hat, glaube ich, was gebracht. Hier, guck mal. Mit der Tür, zack. Boom. Das hat gar nichts gebracht. Hancock ballert da nur ordentlich rein. So, mal gucken. Captain Vess. Okay, es bringt gar nichts. Was war das gerade für ein Effekt? So, bitte stirb schnell. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Leben. Das war alles. Und Hancock hat die alle umgebracht. Haben die hier eine Nachrichtensendung gedreht? Ist das so? Kühlschrank? Nee, die brauchen wir nicht. Da sind Betten? Ja, vom... Ja. Ja, 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 ja. Kleine Waffenwackelpuppe. Perfekt. Weil es aus sicherer... Oh. Ja, es sind keine Puppen. Sichere Entfernung. Einfacher ist, mutig zu sein. Du erhältst Dauer 25% kritischen Schaden mit ballistischen Schusswaffen. Ja. Na, kleine Waffen ist alles, was nicht große Waffen sind, ne? Also, was wir gerade haben. 25% mehr. Das ist ja ordentlich. Das ist ordentlich. So. Hier, hier, jawohl. Oh, das war gar nicht Captain Wes. Nein. So. Da. Der Safe-Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Melone, ist bestimmt auf dem Kopf. Wo ist denn Captain Wes hin? Hallo? Wo sind denn seine Teile überall? So, was, oh, was ist hier noch? Captain Wes Terminal, da gucken wir auch mal rein. So, was steht da? Hyde Park Infiltrierung? Oh. Hier zahlt sich aus. Okay, ach so, seine Leute sind auch hier. Oder da? Okay, aber es nützt nichts. Ne, die Türme lassen wir mal da. Müssen wir nur noch Captain West. Ist das so Captain West? Nee. Ah, hier. So, doch, haben wir doch schon angeguckt. Okay. So, aus. Da ist noch eine Flasche. Oh, wo ist denn jetzt aber sein... Ach, hier, ne? Da ist sein Safe. Da ist hier noch was Tolles drin. Nee. Da. Mal gucken, was er dabei hat. Nur Müll. Wo ist Holoband? Ah ja. Das hören wir uns gleich noch an. Ist hier noch mehr? Nee.
Hätte man sonst erst einen Schlüssel holen müssen, dass man hier reingekommen wäre? Mit W, hat das wieder ganz unten. Da ist es. Zentrale hier 429er. Haben Sichtkontakt mit Feinden bei Fallons. Verstanden? Komm. Verstanden, 429er. Wie lange bis Sie in Reichweite sind? Zentrale, 2 Meilen bis Reichweite. Komm. Verstanden, 429er. Feuer frei, wenn bereit. Verstanden, Zentrale. Melden uns sobald. Hinterhalt! Stehen unter schwerem Beschuss! 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Verstanden? Kommen! Zentrale, wiederholen! 429er, sofort zum HQ zurückziehen. Das ist ein Befehl. Kommen! Verstanden, Zentrale. Ziehen uns zum HQ zurück. Ende. Okay. Ist das HQ hier? Ich weiß jetzt aber gar nicht, wo die gerade Probleme hatten. Oh, da ist noch ein Geschützturm. Den machen wir mal kaputt. Noch mehr. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich schon wieder hier gewonnen. Weil wir den Captain umgelegt haben. Oh, da rattert noch irgendwas. Das ist gut. Ist hier? Doch. Kaputt. Jetzt sind wir wieder versteckt. Aber was ist hier los? Ah. Da sind jetzt die großen Schätze hinter. Zack. Jawohl. Geschafft. Was ist der Fat Man? Ja, wo ist denn eigentlich der Typ mit dem Fat Man? Wir müssen ja wahrscheinlich auch irgendwo noch eine Tür haben, wo man aufs Dach kommt. Wo wir dann wahrscheinlich ganz kläglich sterben, weil der Typ da noch steht. Ist ja ein ganz guter Trick, wenn wir vorher hier noch ein Bett finden. Was? Oh. Hallo. Als ob der jetzt eine Granate noch schmeißt, ey. Hat er nur Hancock erwischt. Noch ein Major? Oh. So, hier. Zack. So, jetzt haben wir kritisch voll, deswegen. Zack. Was ist das denn für ein cooler Soundeffekt, bitte? Man wird dich hier raustragen. Oh, Moment mal. Es ist Cruz. Oh, hier hat er 50% drauf. Ah, stimmt, wir haben jetzt wieder voll. Jetzt geht's nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob man es abbrechen kann. Er macht einfach einen Run-By und es nützt ihm gar nichts. 200. Den nehmen wir mal vorher mit. Ist immer noch Gefahr. Ach, da hinten ist Cruz. Hat der eine Power-Rüstung an oder ist der... Nee, der ist einfach nur sehr groß. Versuch mal, ihn im Kritischen reinzudrücken. Wir treffen ja gar nichts. Boom. Nee, nützt nix. So. Er ist leider zu groß, um sich hinter so einer Säule zu verstecken. Mann! Hancock, geh mal weg. Warum treffen wir den nicht? Jawohl, 250. Das hier war anscheinend nicht Cruz. Nee. Immer noch gefährlich. Ha. Aber wir müssen gleich nochmal zurück. Aber hier gibt es auch noch mehr zum... Oh, okay. Na gut. Oh, da hinten. Das ist ein normaler Gunner. Nachdem wir hier alles andere zerlegt haben, kommt noch so einer. Ach, so hätten wir das machen müssen. Okay. So, dann hören wir uns jetzt noch Cruz sein Band an. Als hätten sich die Mutanten 2 Kilometer nördlich von hier niedergelassen und den Großteil der Stadt eingenommen. Offenbar befinden sich die meisten im alten Kaufhaus Fallons. Ich habe vor ein paar Tagen einen Trupp dorthin geführt, um sie zu bekämpfen. Captain West befahl den Rückzug, als unser Trupp in einen Hinterhalt geriet. Bei unserer Rückkehr hat mich der Captain vor den Jungs zusammengefaltet und mich dann zum Gespräch unter 4 Augen ins alte Aufnahmestudio zitiert.
Nachdem er mich mehrere Minuten zur Sau gemacht hatte, versetzte er mich vom Streifendienst zur Wache hier im HQ. Das ist alles so verwirrend. Ich würde dem Captain nie vor der Truppe widersprechen, aber was hat er vor? Warum hat er mir den Rückzug befohlen und dann mir die Schuld gegeben? Ja, das ist die Frage, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr klären, weil alle sind tot. Dann speichern wir jetzt nochmal und dann gucken wir uns nochmal den Rest an, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Oh, hier ist ein Heft. Was ist es? Pistole und Patronen. Du hast deine Ausgabe, okay. Schusswaffen verursachen Dauer 5% mehr kritischen Schaden. Ja. Wunderbar. So, dann müssen wir die Sachen auch noch mitnehmen hier. Das war ja auch in diesem oberen Ding, wo Cruise gerade war. Einfach hier in dem Raum. So, ach, Hancock, er sitzt. Mal gucken, wie er jetzt da rumchillt. Dann drehen wir ihm gleich noch Mist an. Oh. Das sieht ja nicht so toll aus. Ach, er kann bestimmt noch Patronen nehmen. Ja, hallo. Hey, was soll ich tun? Dass er auch ein Glas dabei hat, um sich was einzuschenken. So, Munition kriegst du gleich mal hier. Oder haben wir... Ja, hat er eine Menge gehabt. Er kann nicht mehr tragen. Mist. Okay, dann müssen wir ihm was wegnehmen und dann... Ja. So, mehr gab es hier nicht, obwohl wir jetzt auch sagen müssen, wir haben eine Wackelpuppe und ein Heft gefunden. Das reicht ja jetzt. Wahrscheinlich auch... Oh, aber wir haben ordentlich auch Munition verballert, das ist auch wahr. Hier haben, okay, da haben wir wieder 400. Dann gehen wir jetzt mal aufs Dach. So, bis jetzt ist der Typ mit dem Fatman noch nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo der sein... Oh, hier geht's ja auch noch hin. Weiß nicht, wo der sein soll. Vielleicht haben wir den auch schon erledigt und der hat irgendwie den Fatman vorher entsorgt. Oh nein, hier ist doch noch einer. Da ist einer und der hat bestimmt was Tolles bei. Zack. Oh, wir sind ziemlich gut dabei mit den Zielen. So, was ist denn hier? Ist immer noch Vorsicht. Oh, oh. Da ist er bestimmt denn dabei. Da ist noch einer. Ein ganz normaler Gunner. Zack. Ja, diesmal wurde es nicht vollgeladen. Schade. Aber wir sind... Okay, wir sind wieder versteckt. War es vielleicht schon? War das hier ein Major, der einen Fatman dabei hatte? Kronkorken? War ein Major. Aber ohne Fatman. Hm. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt sein soll. Der ist weg. Einfach weg. Ja, mal gucken, was da jetzt noch drin ist. Oh, hier ist eine Waffenbank. Aber ich glaube, wir haben keine Sachen dabei, die wir auseinandernehmen. Ah, hier ist ein Rüstungswerk. Okay. Rüstungswerkbank. Gucken. Der was bei... Oh, ein Tato. Nehmen wir mit. Nein, jetzt... Eine Tato macht jetzt den Unterschied. Ist ja wohl ein Witz. So, nein. Wir gehen aber nochmal... Oder wir gehen... Ja, okay. Was hier jetzt drin ist... Ja, jetzt müssen wir doch wieder schleichen. Wir schlafen die, ja, ja. So, nee. Wir haben ja jetzt schon die Taschen voll. Ich glaube, Hancock auch. Schade. So, dann müssen wir jetzt da oben noch gucken, was seine Türen sind. Jetzt schmeiße ich erstmal noch irgendwas raus. So, ich schmeiß... Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Eine Sache raus. Und finde einen Powercare, natürlich. Aber jetzt gehen wir nochmal gucken, wo der hier hinfährt. Ja, Hancock, komm mal. Kommt der von alleine mit rein? Oh. Fast. So. So, und wo der Fahrstuhl dann hinführt, das sehen wir beim nächsten Mal von Fallout 4.